Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Dominaria Remastered Collector's Edition hier bei Magic Montag bei Bradom. Es ist CG Bradom verkleidet. Machen wir wieder Magic Booster auf. Leider hinten diese Variante. Leider haben wir schon ein paar Displays immer gehabt, die so verpackt waren. Meistens waren es die schlechten. Das ist jetzt kein Fake, aber wenn es so ausschaut. Aber meistens waren es die schlechten. Und wer weiß mir das Gegenteil, aber was ist denn halt los mit dem Vorlehnen, hä? Kann man dabei helfen? Schauen wir mal. Mach mal auf. Wie gesagt, dritter von sechs. Zweite Staffel hat hier begonnen zu Dominario Masters Collectors Boostern. Ich bin ein riesen Fan von dem Set. Ich finde es wunderschön. Und es ist halt einfach schon was, was man gut aufbewahren kann. Dann geschlossen halten wäre vielleicht besser, aber es ist halt. Also, ich bin halt nicht der Typ dafür. Es macht halt so viel Spaß aufmachen. Und man macht sie auch für sich selbst. Ja. Warum soll ich jetzt geschlossen halten, wenn das dann in 5 Jahren aufmacht, oder? Aber das ist Magic-Budget für das Jahr schon aufgebraucht mit dem ersten Set. Ersten Remastered-Set. Nichts Gutes im ersten Booster. Lotusblumen. Last Chance. Zumindest ein Mythic-Rare. Also, Mythic-Rare im ersten Slot. So. Gehen wir schnell in so eine Full Art, jetzt Penny Sleeve, dann Surfer Falls haben wir hier. Oh, nice. Und Chain Lightning hier. Ja, passt. Und schauen wir weiter. Zweiter Booster. Beim letzten waren wir unter 10 Minuten, so schnell sind wir durchgerauscht. Da will ich mir echt mal Mühe geben für schnelles wieder. Und wir haben einen Birds of Paradise in Foil. Das ist einer von den absoluten Chase-Karten. Das ist 60 Euro wahrscheinlich. Einer der Jackpot-Hits, die du haben kannst. Und wunderschöne Foil, Oldschool-Variante. Werden wir natürlich sofort einfolieren. Haben wir alles richtig gemacht, wenn wir sowas ziehen. Und ja, kannst du auf jeden Fall euch nur empfehlen. Das ist eine wunderschöne Karte und nice, wenn ihr sowas in eurem Deck habt. Ich mag die Retro-Karten extrem gern. Unsere zweite brauchbare Karte. Oh Master. Achso, da haben wir. Siehst, müssen wir noch ein bisschen mehr Platz machen. Absorb als Foil Rare. Dann hier die Deathlord. Nisha's Factory. Land. Spiritmonger, leider nicht die coole Variante in Foil. So. Also nicht die Oldschool-Variante. Ich wünsche mir einen Foil. Einfach Zorn Gottes, das fehlt noch. Nyra wäre cool natürlich. Oh, nächste Mythic Rare, Haunting Grounds, wieder Foil Mythic Rare. Foil Mythic Rares wollen wir immer haben. Unser erster gut jetzt, aber Gamble haben wir hier. Nude Collector als Mythic Rare. Also das ist zwei Mythic Rares, aber keine, die was wert hat. Ist das gut oder schlecht, werden wir später sehen. Counter Spell natürlich auch eine sehr gute Foil immer. Wie ist es bis jetzt mit den Birds? Sehr gut. Die Mythic-Rare-Hits sind semi. Man will halt Force of Wills und in der Kategorie die Mythic-Rares haben, aber umgekehrt, irgendwann willst du ja alle haben und das ist nicht ganz so schlimm, wenn du mal Hunting Grounds noch einmal hast. Das ist natürlich nicht gut für den Gesamtwert. Da sind wir dann bis jetzt nicht gut unterwegs. Hinterland aber hier noch einmal als Foil Rare. Dann haben wir hier diese Foil. Und ja, schau mal. Das ist dann ja, Nummer 3 und ich bin gespannt. Wir haben unsere erste Box. Also eigentlich sind wir fast immer gut gefahren. Vor allem was wir von dem Set aufgemacht haben. Klar hat es mal ein, zwei Booster gegeben, die nicht so optimal waren. High Tide in Foil ist immer nice. Ah, das gehört nicht daher. Das gehört daher. Dann haben wir hier die Common und Uncommons noch als Nicht-Foil. Dann haben wir hier. Das ist cool. Naja, was wünsche ich mir? Eine richtig coole Mythic Rare. Fast so viel Mythic Rare. Aber schaut nicht so aus, als ob das kommt in dem Position. Also da haben wir echt keine guten Hits. Das war nicht zu erwarten. Also alle, die so ein schlecht einpackt sind, sind immer schlecht in Summe. Das waren immer die schlechten Displays. Also es waren schon ein paar solche und die waren immer schlecht. Glaubt man nicht, aber ist so. Und schauen wir mal. Nicht. Also in Summe, was
noch nicht zufriedenstellend, finde ich, was wir bis jetzt aufgemacht haben bei dem Display. Ich erwarte mir schon ein Plus, aber ist halt schwer dann. Ich meine, klar, die Erwartungshaltung ist eh groß, ist eh klar. Und Gauntlet ist halt auch nicht die Mythic Rare. Also bis jetzt war jede Mythic Rare, ja, semi. Und das wird halt so bleiben wahrscheinlich. Also Sword of Plush and Foil, also das ist zumindest, das haben wir noch nicht gehabt und das ist der absolute Traum von dem Slot. Also da geht es nicht viel besser. Vor allem, weil das eine Karte ist, die es halt wirklich haben willst dann und die kannst dann super cool für dein Commander-Deck spielen und für dein Oldschool Commander-Deck. Da haben wir jetzt wirklich zwei nice Picks auch gehabt, also mit dem Birds und dem haben wir auf jeden Fall zwei sehr, sehr gute Hits gehabt auf die nicht-Mythic-Rare-Slots. Maze of Ease ist immer nice, tun wir auch auf jeden Fall für den Top-Stapel. No Mercy ist okay, Grim Lamaments ist halt maximal okay, Body hier. Impuls ist einfach wunderschön, aber jetzt auch nicht besonders wertvoll. Dann haben wir da noch ein paar. Ja, was können wir noch machen, ist die Frage. Mit dem Geld sind wir mehr als im Limit. da will es nicht sein, einfach. Birds hier. Birds sind okay natürlich. Grifftop. Birds sind halt immer okay. Ravens Community Grass. Gamble in Foil ist auch immer okay. Wildcrow. Kein guter Display. Keine Mythic Rare, die gut ist. Das war im letzten nicht. Also der letzte war schon nicht gut, aber der ist schlechter. Nut Collector Mythic Rare Foil ist halt kann nichts. Ja, Lyra ist jetzt auch nicht wirklich wertvoll. Und das ist halt das Problem. Dann misst halt bei jedem Hit. Und das ist schade, aber wir lassen uns von dem nicht unterkriegen. Wir haben noch einen Haufen Displays, die auf uns warten. Hier Counter Spell zum Beispiel noch in Foil. Haben wir coole Foils drin gehabt, ja? Also Terror und so. Also das sind schon, das sind auch schöne. Zwei Booster noch. Das war's wahrscheinlich schon vom Backlog. Vielleicht haben wir noch irgendwas Cooles. Jetzt da zum Beispiel in dem Slot. Aber Hinterland Arbor ist immer nice. Also die Länder in dem Slot in Foil ist immer nice. Schon viel schöner aus als die noch nicht Foils. Gefallen es mir eigentlich gar nicht so in Retro. Biskelion hier. Shivan Dragon. High Tide ist auch nice natürlich. In Foil, weil das kann natürlich auch alles sein. Ja, dann haben wir das noch. Letzter Booster. Ja, sehr enttäuschend. Und sehr schlecht. Also das ist echt... Ja, ihr seht das. Also ja, was willst du? Man kann halt die Packs einfach... Das war katastrophal. Also klar waren ein paar coole Hits dabei, aber in Summe war es wirklich eine Katastrophe. Das war das Schlechteste bis jetzt. Ja. Internet aber ist okay. Mythic Rares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 Mythic Rares und die Top-Hits sind halt einfach Birds. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir da überhaupt in die Richtung kommen. Also selbst wenn wir 60, 70, 80 vielleicht sagen, 90, 100, 110 vielleicht, 120, 130, 140, 150, 160. Ja, wir sind weit weg, ihr seht es. Das war es trotzdem von mir. Ich habe es nicht den Mega-Hammer gefunden. Wir können auch gerne mal diese Slots hier durchgehen. Ja, leider nicht wirklich was dabei. Auch da keine Karten, die halt wertvoll sind. Ja. Ah, shit, mit der Brille in den Bildschirm. Jetzt, da ist wirklich Enddump okay, ja. Gamble noch okay und das war's dann. Also, das ist gar nichts da, ja. Also, eine Substanz, was du irgendwie, wenn du sagst, ich mach von der Zähne und rechne die hoch. Auch da, also es sind wirklich die Slots, wo man sagt, da ist nichts. Also da ist wirklich absolut nichts. Und auch bei den Foils leider. Also normal gibt es so einen Slot, der dich auch rausreißt auch oft. Können wir jetzt da nicht reden davon. Und die Foil Rares ist jetzt 7 Drachen, also das Gamble ist noch okay. Das Land, aber da ist halt nichts, ja. Also was willst du da schön reden? Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Nächsten Montag geht's weiter mit Magic Montag bei Prado. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.